Ja, hallo, grüße dich zu diesem kurzen Video. In diesem kurzen Video geht es um das Thema Expertenklemme. Ja, was verstehen wir darunter unter Expertenklemme in der Neukundengewinnung, in der Neukundenakquise, am Telefon, auch vor Ort? Darüber möchte ich mit dir gerne in diesem kurzen Video sprechen. Wenn dich das interessiert, dann bleib kurz dran. Bis nach dem Intro sehen wir uns in 3-4 Sekunden wieder. Bis dann. Ja, hallo, grüße dich. In diesem kurzen Video geht es um das Thema Expertenklemme. Expertenklemme, was ist das genau? Also, hier muss ich mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Also, ich habe auch im letzten oder in anderen Videos bereits darüber gesprochen, dass der Expertenstatus, also bei der Positionierung und als Grundvoraussetzung, um gut zu verkaufen, ja, besonders in der IT-Branche, schon sehr, sehr wichtig ist. Also mit anderen Worten, diese reinen Verkäufer, ja, sind die sehr guten Umsatz machen, gibt es nach wie vor, aber ist natürlich häufig sehr schwierig, weil wir meistens dann in Kombination mit einer technischen Fachkraft dann vor Ort natürlich sind, aber das, was wir jetzt endlich im Erstkontakt, in der Neukunden, in der Kaltakquise am Telefon ja nicht haben als solches. Ja, das heißt, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, ja, in der telefonischen Neukundengewinnung oder Kaltakquise technisch, dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, wie jetzt im bereits zweiten oder dritten Schritt bei einem Vororttermin oder bei einer WebEx, mehrere Personen gleichzeitig mit ins Gespräch zu nehmen, sondern bei der typischen telefonischen Kaltakquise ist ja nur eine Person dort. Und diese eine Person, ja, und das macht das Ganze auch so schwierig, die muss eben beide Welten miteinander verknüpfen können. Das heißt, verkäuferisches Geschick, ja, Redegewandtheit, ein paar Einwandbehandlungen müssen sie auf jeden Fall drauf haben. Und ein paar psychologische Grundvoraussetzungen, wie zum Beispiel keine Angst zu haben, das Ego sehr weit zurücknehmen zu können, ja, keine Angst vor Ablehnung und Hartnäckigkeit und viele weitere gute Eigenschaften, ja, die eben einen guten Lead-Generator ausmachen oder guten Telefonisten. Und auf der anderen Seite aber kombinieren mit ein gewisses Maß an Fachkenntnissen, denn es wird immer härter und schwieriger da draußen, wirklich qualitativ hochwertige Telefonakquise und Kaltakquise zu machen. Ja. Und das hat einen der Gründe dafür ist, dass die Kunden da draußen einfach erwarten, eine ganz andere Erwartungshaltung haben an jemanden, der sie anruft und ganz besonders auch sozusagen per Kaltakquise anruft, dass diese Person dann auch einiges an Know-how mitbringen sollte. Denn wenn jetzt der Kunde mich irgendwas fragt, ja, das kann durchaus vorkommen, dann bin ich ganz schnell am Ende, und aber eben noch nicht so weit, mit ihm einen Termin zu vereinbaren. Und dann geht das Ganze meistens auseinander, ohne das eigentliche Ziel, die Termingenerierung erfolgreich abgeschlossen zu haben, so als solches. Deswegen ist diese Kombination aus diesen beiden Welten sehr, sehr wichtig. Es macht das Ganze sehr schwierig, nicht alle haben sozusagen dieses Know-how, diese zwei Welten können das miteinander verbinden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich hier eben auch weiterbildet konstant. Ja? Und was ich damit eben noch sagen wollte, ist, dass man hier im Zuge dessen, dass man hier sozusagen gleichzeitig als Lead-Generator, also als Verkäufer und gleichzeitig als Experte ein bisschen, ja, auftritt, meistens oder ja, im Zuge dessen auch folgendes Problem in Anführungsstrichen auftauchen kann. Und das ist die Expertenklemme. Nenne ich zumindest so Expertenklemme, denn auf der einen Seite haben wir ja gerade festgestellt, wir brauchen dieses Expertenwissen, also wir brauchen ein gewisses Level an Expertise in dem Bereich, in dem ich hier einen Termin generieren möchte. Ja, es ist einfach die Erwartungshaltung der allermeisten Kunden und stetig steigend ist diese Tendenz, ist eben nun mal so gegeben im Markt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier nicht
in die Expertenklemme reingedrückt werde. Das heißt, dass der Kunde mich ausquetscht, ja? Dass er mir alle möglichen Fragen stellt und letztendlich das Telefonat nur dazu verwendet, hier seine Probleme bereits alle zu lösen. Ja? Und ich weiß, dass es da draußen ganz viele Marketer auch gibt, die sagen, ah, give your content away, ja? Also gib dein bestes Know-how gratis, ne? Und dann letztendlich kommt der Kunde schon irgendwo von alleine. Das ist natürlich, wenn man jetzt große Massen bedient im B2C, ist es natürlich vielleicht möglich, ja, dass man einfach hier sehr viel weggibt und dann eben im unterm Strich dafür sehr hohen Return Investment hat. In der sehr fachspezifischen IT- und Unternehmensberatungsbranchen, da muss man sehr vorsichtig sein, denn hier ist es eben so, dass es doch sehr gewiefte Leute gibt, die halt letztendlich solche Gespräche, solche Erstkontakte oder auch Beratungsgespräche eben dazu nutzen wollen, oder auch Vororttermine, ja, dazu nutzen wollen, einfach möglichst viele Informationen rauszuholen sich, ja, aber es eigentlich gar nicht im Schilde führen, ja, überhaupt gar nicht, nicht mal zu 1%, jemals in eine Zusammenarbeit anzusteuern, ja, letztendlich unterm Strich mit anderen Worten ins Geschäft zu kommen, ja. Und da verschwendest du dir natürlich als IT-Dienstleister oder IT-Systemhaus oder IT-Agentur, natürlich verschwendest du dir hier massiv deine Zeit und gibst auch noch dein Know-how für nichts raus. Ja? Und die machen dann schön brav mit der Konkurrenz oder mit bestehenden Partnern einfach weiter. Ja? Und das ist eben die Expertenklemme. Denn auf der einen Seite, deswegen auch Klemme, auf der einen Seite musst du natürlich dich präsentieren können, ja, und hier Vertrauen aufbauen, besonders in der Kaltakquise ganz am Anfang, und dich als Experte positionieren, ja, ohne den wird es nicht wirklich gehen, ja, wenn du so im Bauchladen kommst oder einfach sagst, na, ich bin Verkäufer, hab sonst keine Ahnung von IT, ja, von dem, was ich eigentlich verkaufe, es funktioniert alles nicht mehr wirklich, ja, das hat vielleicht mal funktioniert, ich weiß es nicht, bei mir war das noch nie so der Fall, da ich eben nur Dinge verkaufe, von denen ich auch zumindest eine gewisse Ahnung habe. Auf der anderen Seite musst du dir eben bewusst sein, und dass es wirklich sehr gefährlich sein kann, in diese Expertenklemme reinzukommen, dass du eben ja ausgequetscht wirst, ja, von potenziellen Neukunden, dass du einfach nur Wissen weggibst, ja, und nichts dafür wieder zurückerhältst, ja. Und eine Möglichkeit, eine Lösung dieses Problems kann sein, wenn du das spürst, wenn du das merkst, dass der Kunde dich ständig ausfragt, ja, sozusagen, dass du ganz höflich, ja, als Höflichkeit kurz und knappe Antworten gibst, also dir die vielleicht schon vorher überlegst am besten und die routinierst, ja, als Routine ablieferst, diese kurzen, knappen Antworten, und dann ohne Sprechpause sofort du wieder Fragen stellst, denn wir wissen ja, wer fragt, genau, der führt, ja, also. Das ist mein Tipp an dieser Stelle, um das Gespräch sozusagen in die richtigen Bahnen vielleicht noch zu lenken. Und wenn das nicht funktioniert, dann, ja, dann war es vielleicht auch der falsche Kontakt. Ja? Auf jeden Fall, hier oben habe ich nochmal ein Video gedreht zum Thema Wer fragt, der führt. Ja? Also die richtigen Fragen stellen, ganz, ganz wichtig. Ich verlinke dir das Video auch nochmal hier unten und hier oben. Ja, ansonsten, wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Wenn du jetzt sozusagen mal ins Gespräch kommen möchtest, einfach mal schauen möchtest, was ist denn da noch drin im Markt, in meinem Markt, wenn du zum Beispiel ein IT-Systemhaus hast oder grundsätzlich Produkte oder Dienstleistungen verkaufst, was IT betrifft, ja, sei es jetzt in der Infrastruktur oder in der Programmierung, im Bereich SAP, im Bereich Microsoft, Storage, IT-Security, ja. All diese Themen habe ich schon mehrfach bearbeitet. Mein Team und ich setzen uns dann mal mit dir zusammen in einem unverbindlichen Gespräch, einstündiges Gespräch, und schauen mal, wie wir dich noch weiter vorwärts bringen können. Wenn dich das interessiert, hier unten, klick einfach auf klein-marketing-termin buchen, und dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, entweder so oder im nächsten Video. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.